Im Süden der Ostfront, auf dem Donitz, werden zum Schutze der Eisenbahnbrücken Eissprengungen vorgenommen. Hier das große Dnieper-Kraft. Die Sowjets wollten es bei ihrem Rückzug völlig vernichten. Sie konnten jedoch nur einen kleinen Teil der Sperrmauer in die Luft sprengen. Nach dem Abzug der Bolschewiken gingen Sonderkommandos des Heeres und die Männer der Organisation Todt sofort an die Wiederherstellungsarbeiten. Zur Beseitigung der unter Wasser liegenden Trümmer werden Taucher eingesetzt. Die zerstörten Teile werden bald wiederhergestellt sein.